Schönen guten Morgen und hallo hier in meinem Büro. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt endlich mal das mein Lieblings-Netflix-Serien-Video. Hatte ich neulich ja kurz angekündigt und gab positive Resonanz und heute ist draußen regnerisch, mit dem Motorrad kann ich nicht raus. Meine Frau liegt krank unten auf der Couch, keine Angst, versorgt habe ich sie, ist keine Männergrippe. Und ich werde später noch ein klein bisschen arbeiten und davor habe ich mir gedacht, machen wir einen kleinen Rundflug durch die Videos, die ich mir so auf Netflix angucke. Was heißt Videos, also Filme und Serien, aber Filme finde ich immer schwer zu empfehlen. Sendungen empfehle ich jetzt hier einfach mal nur die ich, wie angekündigt, tatsächlich auch Binge-Watching-mäßig angeguckt habe. Also Serien, die mich zumindest, ist jetzt keine Garantie, dass sie euch auch gefallen, aber Serien, die mich so gefesselt haben, dass ich ganze Staffeln am Stück angeguckt habe. Witzigerweise habe ich als Ergebnis des Durchforstens dieser Liste, die man bei Netflix bekommt mit der eigenen Watch-Aktivität, habe ich festgestellt, dass es insgesamt exakt 25 Serien in den letzten 3 Jahren gegeben hat, die diesen Kriterien bei mir entsprechen. Und diese 25 möchte ich euch kurz vorstellen, um von den Trailern auch rechtlich safe ein paar Ausschnitte zeigen zu können, findet ihr in der Beschreibung des Videos alle Links zu den Trailern, die ich hier verwende. Plus ist es überall mit angegeben, von wem das Videomaterial stammt, also Netflix, Channel 4 und Konsorten, wer ist der Rechteinhaber. Außerdem müsst ihr, wenn ihr den vollständigen Trailer sehen wollt, immer auf den entsprechenden Kanal vom Rechteinhaber gehen oder euch dort den Kanal anschauen, beziehungsweise das Video anschauen. Bei mir findet ihr jetzt hier immer nur 20 Sekunden Schnipsel, manchmal auch 25 Sekunden, aber definitiv unterhalb der 30 Sekunden, um die Fair Use Policy einhalten zu können. So, also nicht wundern, warum die Trailer bei mir nochmal gekürzt sind, obwohl ein Trailer ja eh schon eine sehr kurze Sache ist, aber ist halt einfach auch eine rechtliche Geschichte, wollen wir uns dran halten. Legen wir los mit Platz 25. Rufus, I'm a pilot. Kind of. Kind of? Have you been drinking? Didn't know I was gonna be working tonight, ma'am. Might wanna hold on. Have you seen this man? Well, yes, he was here. He's working as ground crew. He's gonna help bring down the Hindenburg. Ja, Zeitsprünge sind eigentlich immer irgendwas, was mich begeistert in einer Serie. In Timeless geht es darum, dass ein Krimineller eine Zeitmaschine gestohlen hat. Es gibt aber noch ein Backup und mit dieser Backup-Time-Machine wird versucht, hinterher zu springen und welch Chaos auch immer der Verbrecher in der Vergangenheit anrichtet, um die Gegenwart zu verändern, wird versucht zu verhindern oder wird versucht halt eben wieder die reguläre Ordnung herzustellen. Was total interessant ist, in den einzelnen Folgen, es geht immer um ein historisches Event, das nahezu jeder kennt. Und in vielen Fällen ist das Zurücksetzen der Normalität nicht machbar. Also es gibt auch Szenen, wo ein historisches Event abgebildet wird, wo man sich gleich zu Beginn denkt, hä, das war aber anders. Und sie versuchen es dann zu korrigieren, dabei geht was schief. Und das, was dabei rauskommt, ist das, was wir als historisches Event kennen. Von daher ein schöner Twist, ganz klein bisschen Brainfuck. Übrigens, ich habe unterhalb dieser Nummer, wo immer steht, auf welcher Position bei mir die Serie landet, in meiner eigenen ganz persönlichen und total subjektiven Bewertung. Da unten drunter ist immer so eine kleine Lasche, wo drin steht, welches Genre das ist. Bei manchen habe ich dazu geschrieben Brainfuck. Brainfuck ist bei mir die Bezeichnung für alle Serien, die man im Zweifelsfall auch nochmal ein zweites oder drittes Mal angucken muss, um auch das letzte Detail verstanden zu haben. Platz 24. I have to go to another prison. Like this is the Radisson and you don't like your room? I have been felt up, stalked, and called Taylor Swift. So can you please just cut me some slack? Orange is the New Black. Unter Leuten, die schon länger Netflix gucken, ein absoluter Klassiker, auch zu empfehlen. Die letzten Staffeln habe ich dann allerdings nicht mehr geguckt, weil sich das Thema der Serie so ein ganz klein bisschen abnutzt. Zumindest für mich mag sein, dass andere da viel heißblütiger Liebe für empfinden. Möchte da niemanden auf die Füße treten, aber so die ersten 1, 2, 3 Staffeln lohnen sich auf jeden Fall anzugucken. Kann ich empfehlen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ist auch jetzt nach 2, 3 Jahren immer noch ein einigermaßen netter Lauf, sich da mal durch so eine Staffel durchzugucken. Platz 23. In our time, many years from now, humanity has been all but wiped out. We've come back to change that. Huh. 3 seconds. Welcome to the 21st.
Let's begin. My name's McLaren. My team has been tasked to prevent the beginning of the fall. We've just changed history. And I thought that'd be a bigger deal. Von Travelers gibt's mittlerweile 3 Staffeln und das Grundprinzip ist einfach, es geht auch wieder um Zeitreisen. Und zwar ist es möglich, Personen aus der Zukunft, nicht körperlich, aber geistig, in eine Person der Jetztzeit zu übertragen. Macht das Sinn? Ergibt das Sinn? Ich weiß nicht. Dazu muss der Mensch im 21. Jahrhundert, in den hineingereist wird, allerdings noch leben. Deshalb suchen sie sich aufgrund der historischen Daten immer Menschen aus, die kurz vor einem Unglück sind oder kurz vor einem Mord. Und ein paar Sekunden, da läuft dann auch immer so schön eine Zeit rückwärts, ein paar Sekunden vor dem Tod wird der Körper von einem Traveler eben übernommen und der verhindert den Tod und kann dann mit seinem Wissen in der Gegenwart, also in unserer Gegenwart im 21. Jahrhundert, dem Team helfen, schwere Katastrophen zu verhindern, die wohl in Zukunft dazu geführt haben werden. Brainfuck. Dass weite Teile der Zivilisation einfach vom Erdboden verschwunden sind. Platz 22. Ladies and gentlemen, this is a robbery! Deadpool, you wanna? Good Girls von NBC-Netflix. Also sehen könnt ihr es auf Netflix. Produziert wird die Serie von der NBC. Den NBC, das NBC. Keine Ahnung. Leichte Unterhaltung für den Abend. Ein paar Hausfrauen, Ehefrauen entscheiden sich dazu, dass sie aufgrund von Geldsorgen oder anderen Problemen einen Überfall starten auf einen Supermarkt und dabei entwenden sie das Geld aus den Kassen, das eigentlich auch nicht dem Supermarkt gehört, sondern einer Gangsterbande. Ist ein bisschen Spannung, ist ein bisschen Action, ganz viel zu lachen. Kann man gucken. I love you and we have each other. Everything else we can figure out. What the fuck is this? I'm actually looking forward to a day without any life and death issues. Someday, if you have kids and you get a virus and start killing people, you'll appreciate how well your mother and I are doing. Santa Clarita Diet, so ein Klassiker für, kann man abends angucken, wenn man sonst nichts zu gucken hat. Extrem toll gemacht, ich finde die Schauspieler auch ganz toll, man kennt die aus anderen Serien her. Ist witzig, ist sehr absurd, hat eine große Portion schwarzen Humor, aber das macht die Serie irgendwie auch recht eigen. Derzeit gibt es meines Witzes nach 2 Staffeln, ob die Serie noch fortgeführt wird, weiß ich nicht, hoffe ich aber durchaus, weil habe ich den einen oder anderen schönen Abend mit verbracht. Das nächste Video. In 3%, also 3%, geht es darum, dass sich junge Leute, wenn sie volljährig werden, einer Prüfung unterziehen müssen, um zu beweisen, dass sie zu den Top 3% gehören, die dann auf eine Insel auswandern dürfen, wo es wie in einem Schlaraffenland zugeht. Also die Leute haben alles, was man sich nur erträumen kann, während dort, wo sie herkommen, wo die restlichen 97% der Bevölkerung leben, so richtig in einer Art alten, dreckigen, verstaubter, armseligen Slums leben müssen. Es sind einfach nicht genug Ressourcen dafür alle, so behauptet man. Und also gibt es eben diese Unterteilung in 97 und 3%. Es wird aber im Laufe der einzelnen Folgen ziemlich schnell klar, dass unter den 3% nicht nur die edelsten Menschen sind. Mehr möchte ich nicht verraten. Ist eigentlich eine spanische Serie, deswegen habe ich auch keine englischen Trailer gefunden, was schade ist. Die Serie kann man allerdings sehr wohl auf Englisch auf Netflix gucken. Das nächste Video. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Sam ist Autist, Sam ist 18, Sam wird auf die Welt losgelassen. Ist ja schon schwer, wenn man erwachsen werden muss als Otto-Normalbürger. Wenn Autismus noch dazu kommt, gibt es vielleicht die ein oder andere Falle und Hürde, die man nehmen können muss, die man sonst nicht hätte. Sam macht es aber auf sehr witzige Art und Weise, sehr unterhaltsam und richtet den Fokus des Betrachters auch mal auf so ein paar Alltagsprobleme, die man so vielleicht nicht erwarten würde. Sehr interessant, sehr unterhaltsam. Ruhig reingucken. Die nächste. Oh, so you're gay? What? No, I'm not. Why'd she break up with you? I don't know. I'm gay. Oh, cool. I made out with a boy, male boy. I don't understand it. Why would you do it on the same day that we break up? I didn't mean to, I promise. He was just there.
Gleich im Piloten von Please Like Me wird der Protagonist Josh von seiner Freundin verlassen, unter anderem auch deshalb, weil er schwul ist, was er aber selber noch gar nicht weiß. In dieser australischen Serie gefällt mir besonders gut, dass die Charaktere und die Wohnlichkeiten, wo sie sich aufhalten und so weiter, das ist nicht hochglanzpoliert, sondern das könnte so im Nachbarshaus um die Ecke passieren. Ganz schöne Alltagsprobleme, ein bisschen cocky. Ich mag diesen cocky britischen, australischen Style ganz gern. Wenn euch sowas auch gefällt, unbedingt reingucken. Habt ihr ein bisschen Probleme mit britischem und australischem Humor oder dieser, ich nenne es einfach mal Cockiness, dann vielleicht skippen und das nächste angucken. Missing a leg. What? He wasn't this morning. Oh my God. I'm giving in to your demand. Drop your weapon. Accept the vibrators. I would advise against that. Does anybody give a f***? Watch out for this bump. Leave us alone. We're just people. So go ahead. Go ahead. Go ahead. Do your best. Der Name ist Programm, zumindest bei dieser Serie. Kann man übrigens auch schön Einzelfolgen angucken. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Fan seid von amerikanischem Stand-Up-Comedy, dann ist Jerry Seinfelds Comedians in Cars Getting Coffee ein absolutes Muss. Sucht euch euren Lieblingsstar aus und schaut euch die entsprechende Episode zu an. Dann lernt ihr den Kerl vielleicht auch mal so ein bisschen vom Feeling her kennen, wie er hinter der Kamera sein könnte. Man weiß natürlich nicht, ob die wirklich so sind privat, aber wer schon mal immer wissen wollte, wie Sarah Jessica Parker lebt oder irgendein anderer Comedian, den ihr gerne mögt, oder Sarah Silverman, wie die dann im Alltagsgespräch so ist bei einer Tasse Kaffee. In dieser Serie werdet ihr es erfahren. Also eine absolute Empfehlung für jeden, der Stand-Up liebt. Weiter geht's. Miss White, her rhetoric makes this campus look like a powder keg, a racial unrest, like a state school. How did we get here? Who hurt you? Well, 200 years... Slavery, got it right. Sorry I asked. With me as your lifeline, we will have unprecedented access to the administration. We should vote for you because your father's the dean. Dear White People rangiert bei mir unter der Kategorie Awareness-Serie. Ist hochglanzpoliert produziert, sehr spannende Serie und thematisiert eigentlich etwas, was auch in Deutschland immer mehr brenzlig wird, nämlich das Thema Rassismus. Wer also nicht nur lachen will, der sollte sich auch mal ein bisschen ernstere Serien angucken. Dear White People fällt da meiner Meinung nach mit darunter, ist jetzt aber nicht irgendwie so bierernst und trocken, dass man sich durchquellen muss, sondern ist auch unterhaltsam, ist spannend und beschäftigt sich halt mal mit Themen, die ein bisschen schwerer sind. Weiter geht's. Everything Sucks. Eine der Serien, bei denen ich leider keine Vertonung habe, weil der Trailer nur mit Musik unterlegt ist und ich es nicht unbedingt herausfordern will, dass ich einen Copyright Strike bekomme. Leider schon wieder abgesetzt von Netflix. War so ein bisschen im 80er-Stil gehalten und zeigt so die Probleme der einzelnen Charaktere. Ich glaube 7 Stück an der Zahl. Diese so im Alltag haben alles so ein bisschen 80er-Jahre-Stil gehalten, kam auch kurz nach Stranger Things. Wer weiß, ob es damit was zu tun hat, dass Netflix sich vielleicht gedacht hat, dass die 80er-Jahre gerade irgendwie boomen, stilistisch, und da so einen kleinen Testballon hat steigen lassen wollen. Wie gesagt, ist schon wieder abgesetzt. Schade drum, habe ich mir ganz gern angeguckt. War nichts weltbewegend Gutes, aber tolle Unterhaltung und schöne cocky Geschichten mit bei. What are you doing here? I got a tryout. Are you kidding me? Are you still chasing this dream? You're 34. This is getting good. I'm gonna grab a beer. No punches till I get back. You stay healthy. You're looking at another 30 years of waking up at dawn and working that ranch with your sons. Sweet Jesus, take me now. The Ranch, eine Netflix-Eigenproduktion, meiner Meinung nach bekannt für die extrem geilen Cliffhanger. Also die Serie selber hat so ihre Höhen und Tiefen, gibt immer mal wieder so die eine oder andere Folge, die hätte man sich auch sparen können zum Anschauen. Das ist nicht unbedingt binge-watch-worthy. Oh, das ist aber ein hartes Englisch hier. Sorry dafür. Aber ich bin der Meinung, man kommt relativ schlecht von los. Wenn man mal angefangen hat zu gucken und kommt am Ende einer Staffel an, gibt es immer einen Cliffhanger, der das Warten auf die nächste Staffel echt hart macht. Ich liebe sie, andere mögen sie nicht so gern. Das Ganze mit ein paar der besten Schauspieler, die in Serien auf Netflix auftauchen. Nette Comedy und eben, wie gesagt, der Suchtfaktor einfach, weil die Cliffhanger so krass sind. Schaut rein. Die nächste Serie. We found a way west. We will never again have a lean year. No matter how poorly the substitute chieftain manages the village while I'm away. Farewell, brother. Look, who dares to boo their own chieftain? Try firing an arrow with really cold fingers yourself before you start booing.
Norseman ist eine echte kleine Perle unter den ganzen Serien, die ich euch hier vorstelle. Ist eine norwegische Serie von 2016. Zwei Staffeln gibt es bisher. Eine dritte Staffel ist in Planung oder sogar schon in der Mache. Das weiß ich gar nicht. Muss ich jetzt schnell nachgucken. Und was in der Serie so top ist, diese bierernste Wikinger-Situation und Atmosphäre, die da geschaffen wird. Und dann pures Comedy. Absolut Gold wert. Ein muss ein paar Folgen anschauen. Wer nach drei Folgen nicht der Meinung ist, er muss weiter gucken, der soll es bleiben lassen. Der ist humorlos oder geschmacklos. Könnt ihr euch an der Stelle aussuchen. Entschuldigung, möchte niemanden ärgern. Aber ich finde sie total super. Einfach angucken. Weiter geht's. We had set out into the unknown. Explorers of a new world. I was part of the first mission. Mission control. We're looking at a red planet. A new hope for humanity. For as long as we've looked up at the night sky. Mars ist mal wieder was total aus den Standardkategorien rausbricht. Auf der einen Seite ist es eine Dokumentation, auf der anderen Seite eine Sci-Fi-Serie. Der schöne Twist an der Geschichte, in der Dokumentation, in der Jetztzeit wird darüber gesprochen, wenn man zum Mars fliegen wollen würde, um diesen zu besiedeln, welche Probleme würden sich da ergeben. Dort werden interviewt echte Wissenschaftler, Leute, die in der Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten, die versuchen darzustellen, darzulegen, wo liegen eigentlich die Knackpunkte, die tatsächlichen Probleme, die man lösen müsste, damit das überhaupt in die Realität umgesetzt werden könnte. Und passend dazu, immer so in Zeitscheiben aufgeteilt, läuft eine Science-Fiction-Serie immer so dazwischen, die genau dieses Problem dann in Hollywood-Movie-Qualität darstellt. Absolut toll gemacht, wird auf Netflix ausgestrahlt, kann man sich dort anschauen, ist aber ursprünglich von National Geographic. Und weiter geht's. This is it. It's your chance to do something positive. That's what community service is all about. There are people out there that think you're scum. You show them they're wrong. What is that? Wer meinen Vlog verfolgt, der weiß, dass ich Fan von Misfits bin. Und der weiß auch, dass ich die letzte Staffel auf Netflix nicht mehr geguckt habe. Ganz kurz der Plot, es sind 5 Jugendliche, die müssen Community Service leisten. Dort kommen sie in einen Sturm, werden vom Blitz getroffen und haben übernatürliche Fähigkeiten. So kann man es mal ganz kurz darlegen. Aber in keiner Serie, die ich bisher geguckt habe, gab es einen so starken Wechsel der Belegschaft. Ist einfach nicht erträglich. Ich empfehle Staffel 1 und 2 absolut jedem. Die dritte Staffel kann man auch noch angucken. Die Serie ist auch schon ein bisschen älter. Die lief von 2009 bis 2013 in der ersten Ausstrahlung. Wie gesagt, ihr findet Misfits immer noch auf Netflix. Ich habe die Serie geliebt, bis zu dem Punkt, wo halt keiner der Originalcharaktere mehr mitgespielt hat, also der Originalschauspieler für diesen Charakter mitgespielt hat. Und nachdem dann einmal der ursprüngliche Cast komplett einmal durchgetauscht war, habe auch ich das Interesse dran verloren. Hilft ja halt nichts. So, das war's für heute von mir. Jetzt kommen noch die letzten 10 Plätze. Die spare ich mir aber für ein separates Video auf. Das Video heute ist eh schon relativ lang. Und die letzten 10 Positionen machen wir dann natürlich auch in aufsteigender Reihenfolge von schlechtesten bis besten. So, Video kommt dann am Montagabend um Punkt 18 Uhr. Bis dahin. Servus. Ciao.